Was ist das? Hören die uns zu? Sie leben im besten Land der Welt und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger erhält alles, was er oder sie braucht, um ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Oh, Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran, unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Dennoch müssen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage und berichten Sie jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit werfen, um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. Unser großer Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Er soll lang leben. Sie leben im besten Land der Welt und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger erhält alles, was er... Ernsthaft, läuft das jetzt die ganze Zeit durch? Ich wollte es mir einmal ganz interessant anhören, aber okay. Warte mal, kann ich vielleicht mal mit ihm sprechen? Oder sie braucht, um ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran, unsere Feinde verschwören... Okay. Interessant, dass wir immer noch keine Aufgabe haben. Also da habe ich jetzt schon mal ein Profil erstellt, aber den kicken wir gleich raus unbedingt. Wo ist meine Frau? Warum ist meine Frau tot? Warum kriege ich da... Ich kriege keine Beerdigungshinweis, nichts... Verstehe es nicht. Oder ist die doch hier unten irgendwo und ich sehe es nur nicht? Ich verstehe es nicht. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ich bin Karl, der Hauswirt. Was ist hier los? Justas Makovic, das ist der mobile Propagandawagen. Nach unserem Zeitplan werden wir 4 Tage hier sein. Genießen Sie es, Karl. Boah, der Typ muss doch selber voll durchdrehen. 4 Tage? Genau, sind Sie es nicht leid, sich das anzuhören? Sie geben uns Ohrstöpsel und Sirup gegen Kopfschmerzen. Taube bekommen besondere Dinge. Ich wünschte, ich wäre taub. Wie funktioniert das? Einfach. Es ist einfach nur ein riesiges, bewegliches Radio. Ich muss die Frequenz auf der Bedienfläche eingeben und noch ein paar andere Optionen, über die Sie nichts wissen sollten, einstellen. Können Sie es nicht leiser drehen? Ich kann nicht. Ich kann es aber lauter stellen. Ein Deal. Will ich einen Deal mit ihm machen? Lassen Sie uns einen Deal machen und Sie bleiben genau in Ihrem Zeitplan. Das hört sich irgendwie... Nein, das wird meine Pflichten beeinträchtigen. Genau 4 Tage. Nee, die bleiben einfach. Ich frage es nicht, ob er gegen uns, weil sie uns beneiden. Ja, es ist ein bisschen nervig, unser großer aber... Anführer, mein mühelos Gott. Die Wellen des Terrors, nerviger die ist, dass meine Frau tot ist. Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Dennoch müssen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage. Und berichten Sie jede Übertretung. Ja, mache ich gerade. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit werfen. Ach so, verstoßen gegen Anordnung. Entgegenzuwirken und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. Klar. Unser großer Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Tschüss, Anje. Soll lang leben. Sorry. Sie leben im besten Kann ich den noch Land ansprechen? Der Welt und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Jeder uns... Oh, der wollte was? Ach so. Ah ja, klar, die Leute. Ich werde mal mit ihnen sprechen, genau über das Radio. Was ist das für ein Schwachsinn? Schalten Sie sofort das Radio aus!
Er spricht durch meine Musik. Ja, für dich wird's gleich ruhig werden, Anjay. Sehr ruhig. Das ist ein mobiler Propagandawagen. Er wird in ein paar Tagen wieder verschwinden. Ein paar Tage? Sind Sie verrückt? Nein, aber du bist gleich im Gefängnis. Beruhigen Sie sich, Anjay. Warum muss ich mir das anhören? Bürger erhält alles, was ja, er oder musst du dir nicht. Um ein keine Angst. Und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran. Unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Gehen Sie ans Telefon. Mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Tja, Anjay. Dennoch müssen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage. Ich wollte aber erstmal ganz kurz nochmal die Nachricht hier lesen. Also meine Frau ist auf jeden Fall tot, das sehe ich jetzt richtig, ne? Keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit. Ab heute, jetzt wird es ein bisschen laut hier gerade, ab heute werden die Straßen von Helmer mit mobilen Propagandaeinheiten bestückt. Diese senden ununterbrochen patriotisches Material. Bürger können sich jetzt immer die neuesten Nachrichten anhören und der Propaganda des Feindes widerstehen. Jeder normale Mensch, ich kann nicht lesen, möchte sich nach der Arbeit in Ruhe mit einem Buch, dem Fernseher oder mit der Familie entspannen. Aber der ständige Lärm des Propagandawagens ist Folter. Die Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger erhält alles, was er oder sie braucht, um ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Der Händler, ich muss noch Zeug verkaufen. Seife, Zucker, Brot und ich habe 4 Stunden dafür Zeit sogar. Denken Sie daran. Das ist bestimmt das Ministerium, hä? Aufgabe einholen. Darf ich jetzt nur eins davon machen? Machen wir erstmal das. Ministerium für Ordnung, hallo Karl. Der berühmte General Ariel Johnson kommt in die Stadt. Auch wenn er im Ruhestand ist, hat Johnson zugestimmt, eine Reihe von Vorlesungen an der Universität abzuhalten. Wir haben auch seine Rede für die Schulkinder im Stadion geplant. Sie soll ihre patriotische Gesinnung stärken. Sie müssen General Ariel Johnson so schnell wie möglich herbringen. Sicher. Noch etwas? Berücksichtigt man Ariels bisherige Leistung, zahlt der Staat nur allzu gerne seine Rechnung. Es ist Ihre Pflicht als Staatsdiener, Johnson alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht. Oh Gott. Erfüllen Sie aus Respekt für seine bisherige Leistung alle seine Wünsche. Aber... Kein Aber, Karl! Das Ministerium wird Sie ausreichend entschädigen, nachdem Johnson ausgezogen ist. Ja, wahrscheinlich kriegt $500. Ausführen! An. Unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Ruhm dem Kriegshelden. Einen privaten Anruf annehmen. Hallo Karl, hier ist Anton. Unser Team braucht nochmal Ihre Hilfe. Ja, vielleicht könnte mir auch mal jemand helfen und mir sagen, was mit meiner Frau geschehen ist. Vielleicht sollte ich mal in den Part reinschauen. Wahrscheinlich hat die wieder irgendwelche Pillen geschluckt. Was jetzt? Ihnen muss doch der Propagandawagen vor Ihrem Haus aufgefallen sein. Warum rede ich jetzt eine so doof? Das ist einfach falsch. Das ist kaum mitzubekommen. Es läuft Tag und Nacht. Keiner der Mieter kann richtig schlafen. Und Dora ist im Knast. Leider ist gestörter Schlaf das geringere Übel. Das Schlimmste sind die Inhalte, die die Technik dem Volk jetzt vorspielt. Aber wir haben einen Plan, wie wir uns in unserem Kampf einen Vorteil verschaffen können. Ich hoffe, ich muss niemanden umbringen. Natürlich nicht, Karl. Wie könnte ich? Wir müssen bloß dieses politische Wunder der Technik verwenden, um unsere Ideen zu verbreiten. Wie? Alles, was Sie zu tun haben, ist eine Möglichkeit zu finden, die Frequenz zu ändern. Denken Sie dran, Frequenz 101,9. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Wer weiß, ob ich das nochmal brauche. Ist das ein Piratensender? Sie sind sehr klug, Karl. Muss ich extra darauf hinweisen, dass dieser Job gut bezahlt wird? Sobald wir unser Programm hören, bekommen Sie das Geld. Ja, und was passiert dann mit mir? Ich hoffe, ich werde nicht... Ja, ich werde es versuchen halt, ne? So. Scheiß drauf, ich werde es machen. Scheint nicht so schwierig zu sein.
Danke, Karl. Der neue Morgen wird das nicht vergessen. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors. Mama, Pause hier. Ja, ich muss versuchen, wie das funktioniert. Ariel Johnson, ja, der kann ja gleich einziehen. Ach so, oder soll der erst... Habe ich dazu 23 Stunden Zeit? Die unsere tückischen Feinde an die Ufer. So, jetzt noch mal ganz kurz der Händler. Staates branden lassen. Dennoch müssen sie wachsam sein. So, handeln. Ich wollte noch meinen Stuff verkaufen. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten. Das lassen wir mal drin. Rattengift lassen wir auch mal drin. Berichten Sie jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit werfen. Um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, ein bisschen zu verteidigen, lasse ich echt mal drin. Werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. Unser großer Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Er soll lang leben. Sie leben oh im Gott. Besten Land ich krieg der voll Welt die Krise. Und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer was? Bürger. Ach, der ist ja, stimmt. Alles, er oder ich dachte gerade, ist der ausgezogen? Ich hab den ja verhaften lassen. Zucker, schon wieder ganz vergessen Brot mit dem ganzen Geschmarrn hier. Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran. Unsere Feinde verschwören sich ständig so, gegen uns, weil sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut reparieren. Unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde an die Ufer ich will unseres will nur der eine einziehen, Albert lassen. Meinke. Dennoch ich kann nicht denken. Sein. Suche nach Apartment in der Kuschelzahn, bezahle viel Langzeitdiskretion. Sie auf Agenten und Sabotage und berichten Sie jede der sieht aus wie der Übertretung. Bruno. Lassen Sie den aggressiven Zeit, Imperialismus ja. keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit werfen. Um den feindlichen Angriff entgegenzuwirken und unser ich Recht packe darauf mal so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren halt. Eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. Hier läuft noch unten rum. Ist das meine Frau? Ich kann es nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, meine ich. Führer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des wow. Staates. Er soll lang leben. Sie leben im besten Land der so Welt. So viel Stuff war das gar nicht, alle anderen von Länder denen. Sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger erhält alles, was er oder sie braucht. So, um und hier lasse ich schon mal... Leben zu oh Gott, ich Seife, muss das, ich muss diese... und warum wollte ich das am Anfang noch hören eigentlich? Unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde an die Ufer und vielleicht hätte ich den dafür sogar benutzen können, hä? Dennoch müssen also, achso, wenn ich jetzt eh mit ihr rede, dann hört sie auf. Genau. Vielleicht hätte ich den Anje dafür benutzen können, das umzustellen. Aber der will ja eigentlich nur Leute umbringen. Egal, der ist jetzt weg, das ist auch ganz gut so, der hat mich genervt irgendwie. Einerseits war er auch interessant. So, nee, das, mit der kann ich nicht reden. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie die will Musik spielen? Sag mal, das habe ich aber von ihr auch noch nicht. Nee, muss ich gleich nochmal reingucken. Aber ich konnte ja auch noch nicht mal das Saufen, konnte ich auch nicht markieren. Berichten Sie jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit werfen. Um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen. Ja, kannst du mal hier beweisen, reingucken? Dass das Volk und die Partei eins sind. Unser großer warum kann ich das nicht markieren? Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des geh mal zu Petrake und red nochmal mit der. Lang leben. Nö, mit der kann ich aber auch über nichts reden. Sie leben wegen dem Wagen im besten hier. Land der Welt und alle anderen Länder. Ist interessant, weil ich nur mit diesem Anje darüber überhaupt gesprochen habe. Ich meine, gut, das sind jetzt schon 2 Tage. Das dauert nicht mehr so lange, Leute. Es ist irgendwie interessant, nicht, dass ich vielleicht wirklich was mit dem hätte machen können. Neidisch auf es. Aber mit dem will ich nichts machen. Jeder unserer Bürger erhält alles, was blöd. Er oder sie braucht, um ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, Zucker. Das mit meiner Frau finde ich immer noch merkwürdig, tut mir leid. Über den Wagen sprechen.
Was den Wagen angeht. Was genau? Okay, ich kann ihn entweder bitten, die Einstellung zu ändern. Das kostet mich Geld, aber andererseits macht er es ja. Oder ich versuche, die Einstellung zu ändern und werde wahrscheinlich danach verhaftet. Das ist gerade meine Überlegung. Fuck it. Ich will es eigentlich nicht machen. Also ich will schon die Einstellung ändern, aber ich will es nicht selber machen. Also ich würde ihn eigentlich lieber echt gerne bitten, das zu machen. Andererseits nicht, dass ich dadurch verhaftet werde. Ah, fuck it. Wir müssen hier nochmal Kameras installieren. Fällt mir gerade so auf. Okay, komm, es wurde ja gespeichert. Ein Weg finden, die Einstellung selbst zu ändern. Okay, Sie sind schließlich Staatsbeamte, also kann ich es Ihnen wohl auch erzählen. Erstens, warten Sie, bis ich weg bin. Zivilisten dürfen sich dem Einsatzfahrzeug in meiner Gegenwart nicht nähern. Zweitens, demontieren Sie die Schutzplatte mit einem Schraubendreher. Warum erklärt er mir das jetzt eigentlich? Drittens, die Frequenz finden. Die Frequenz wird von der Verwaltung festgelegt. Alles, was ich tue, ist, die Lautstärke einzustellen und mich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Und die letzte Sache, den Code eingeben. Er ist der Geburtstag unseres großen Anführers. Ja, das ist der 21. Dezember. Brot und Zertifikat. Ende der Propaganda. Der Techniker hat mir alles erzählt, aber er lässt mich nicht an die Wagen. Hatte der Wertschätzung. Denken Sie da. Herausfinden, wann die Schicht vorbei ist. Was ist denn jetzt hier rausgefallen gerade? Ich dachte, hier wäre noch irgendwas anderes gewesen. Sollten Sie nicht nach Hause gehen? Nun, ich hätte nichts gegen ein Abendessen und noch besser reichlich Alkohol. Geben Sie mir eine Flasche rum. Habe ich, glaube ich. Nee, das hat die oben. Und ich kehre in meine Kaserne zurück. Verstanden. Daran, unsere Feinde jetzt steht das doppelt gerade da, aber egal, es hat sich jetzt nur gedingst. Ich habe keinen rum, ne? Ich glaube, das hat... Doch, ich habe rum. Sogar zwei. Alles klar, ich habe rum. Hören Sie ständig gegen uns, weil Sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer noch mal ganz kurz hier rein, mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde an ich hoffe, Ufer irgendwer geht halt jetzt noch einkaufen, ne? Für, also Lebensmittel und so. Dennoch müssen Sie wachsam meine Frau sein. Macht's nicht mehr. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage und berichten Sie jede Übertretung. Hier lassen ist gerade keiner. Aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf der kommt wahrscheinlich jetzt Arbeit wieder, aber der geht jetzt auch. Werfen. Um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und oh unser Gott, Recht darauf, so zu leben, wie wir da es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. Unser großer Anführer ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Er soll lang leben. Sie leben im ja, besten Land der Welt und alle anderen Länder sind es tut mir sehr leid mit diesem Propagandascheiß, aber das ist mir jetzt gerade wichtiger erstmal. Sie braucht, um ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran, unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Dennoch müssen Sie wachsam sein. Das war das selbstgeschriebenes Buch eigentlich? Wahrscheinlich. Achten Sie auf Agenten und Sabotage. Und hier müssen wir ein großes mal reinpacken. Übertretung. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten Hallo? Auf unsere okay. Arbeit und Tapferkeit werfen.
Der ist am Rauchen. Um den feindlichen Angriffen entgegenzuwirken und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen. Kann ich trotzdem ein Profil über den machen? Ja, ne? Das darf ich schon. Unser großer Kommt er jetzt Anführer wieder? Ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Er soll nee. Lang leben. Sie leben im besten Ja, ich muss mich gleich darum kümmern. Ich krieg gleich die Krise. Alle Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger. Ach, okay. Jetzt geht so das los. Die Rechnungen werden jetzt an mich gestellt. Ja, ist in Ordnung. Ich dachte, der Staat wäre froh, dafür zu zahlen. Aber gut, sie haben gesagt, ich werde danach entlohnt. Ich bin mal gespannt, wie viel ich kriege. Gut, Kaviar für General Ariel Johnson. Alter, der Typ, ey. Ich werde ihn so erpressen, damit ich das Geld wieder kriege. Er erhält alles, ja. was er oder sie braucht, ah, um ein glückliches Blutmarken. Und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, so, hier haben wir alles. Brot ich wollte... Ja, das Telefon klingelt, ist mir schon klar. Das ist nur eine Zweier. Ich wollte mal kurz... Dieses Propagandawagen macht mich wahnsinnig. Ich brauche mal eine große Kamera, die ich da installieren möchte. Kann ich die jetzt so kaufen? Ja, im Pausenmodus ist gut. Gut, was, wo ist denn jetzt hin? Ganz oben? Ja. Okay, und dann noch mal so eine zweite. So. Der ist ja jetzt noch gerade nicht da. Denken Sie daran. Wahrscheinlich kommt er gleich. Der will irgendwas verbrennen. Gegen uns, weil sie muss hier raus. Beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Ich gehe jetzt noch nicht an die Nachricht. Die Ufer unseres ich gehe jetzt an das verdammte Telefon und dann muss ich mich irgendwie darum kümmern, weil sonst kriege ich die Krise. Müssen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage und Nummer wählen. Erstmal nehmen wir jetzt den Hörer ab. So sieht's aus. Einen privaten Anruf. Karl, es ist wieder Danton. Wir haben gehört, dass ein gewisser Ariel Johnson in ihrem Haus wohnt. Ja. Ja, er ist ein pensionierter General. Ich glaube, er ist hergekommen, um an der Universität einen Vortrag zu halten. Und ich habe gehört, dass er plant, eine Rede im Stadion zu halten. Wenn ich mich nicht irre, ist es mehr als riskant. Dieser General könnte sich auf die Niederschlagung von friedlichen Protesten spezialisiert haben. Wir kennen ihn schon lange als Schlächter von Arglow. Vor 2 Jahren hat er die Stadt in Blut getränkt. Mehr als 600 Menschen tot, mehrere tausend verletzt. Arglow war eine Kleinstadt, die nach dieser Operation aufhörte zu existieren. Das Hauptunternehmen, die Uhrenfabrik, wurde geschlossen. Jetzt ist es nur noch eine Geisterstadt. Und das ist nicht der einzige Fall. Lassen Sie mich raten, Sie möchten, dass ich etwas zur Bestätigung Ihrer Theorie finde? Ja, zum Beispiel eine Waffe. Sie liegen absolut richtig. Unter anderem war der Schlächter verantwortlich für die Operation Tukan. Und dafür belohnt wurde. Aha, ja. Welche Operation? Ein richtiges Blutbad. 400 junge Leute gegen Panzer. Zuerst hat man sie ihres Geistes beraubt, dann ihrer Zukunft. Sie sind jetzt nichts anderes als Fleisch. Es tut mir leid, aber es ist schwer für mich, mich nicht von meinen Gefühlen überwältigen zu lassen. Mein Neffe ist dort gestorben. Mein Beileid. Finden Sie einen Beweis dafür, dass er an der Operation teilgenommen hat. Rufen Sie mich an, wenn er es ist. Ja, das kann ich machen. Jede Übertretung. Aber jetzt gebe ich dem erstmal rum. Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit und Tapferkeit. Und den muss ich auch ansprechen mal. Ich muss ihn auch selber mal ansprechen. Sprechen jetzt an, ich krieg gerade die Krise hier. Ich halte sich mehr aus. Oh, die Mechaniker Alkohol bringen. Da sind sie ja wieder, Karl. Bei diesem Wind fange ich an zu frieren. Ja, hast rum. Kannst dich damit warm halten. Ich habe ihn rum mitgebracht. Großartig. Wie wir in der Armee zu sagen pflegen, ein Soldat macht noch keine Schlacht. Ich muss los. Unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, dass das Volk und die Partei eins sind. So, kann Unser ich jetzt mit dem Wagen dann agieren? Ist der Geist, die Ehre und das Gewissen des Staates. Er soll da. Lang leben.
Sie leben im besten Land der Welt. Jetzt muss ich mich um Maschine kümmern. 3.000, okay. Neidisch auf es. Jeder unserer Bürger erhält mobile Propagandawagen Nummer 786. Und sorgenfreies Leben die Programmiereinheit Seife, öffnen. Zucker, Brot und ich brauche einen Schraubendreher, um diese Schrauben aufzuschrauben. Ach so. Shit. Sich und das Telefon klingelt schon wieder. Sie uns beneiden. Zum Glück zerstreut unser großer Anführer mühelos die Wellen des Terrors, die unsere tückischen Feinde... Da kommt der Händler. Gut, dann kann ich... Och, Alter. Ach ja, ich muss ja auch das Dingsbums anrufen, ne? Hörer abnehmen. Aufgabe einholen, natürlich. Ministerium für Ordnung. Hallo, Karl. Sie sollen Inge Birkenfeld, eine berühmte Wissenschaftlerin, so schnell wie möglich bei der Einquartierung im Haus helfen. Ausführen! So, jetzt geh nochmal das Telefon, bitte. Weil die Nummer wählen kann ich ja auch. Über die Rechnungen sprechen. Ministerium für Ordnung? Hallo, Ariel Johnson, der im Haus wohnt, achtet in keiner Weise auf seine Ausgaben. Ständig Rechnung, ja, eine habe ich bekommen. Ich fürchte, ich kann mir das nicht leisten. Er ist eines der wichtigsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Es ist ihre Aufgabe, seine Rechnung zu bezahlen. Keine Sorge, sie bekommen alle Ausgaben erstattet, nachdem der General ausgezogen ist. Natürlich nur, wenn sie während seines Aufenthalts für seine Sicherheit garantieren. Okay, ich hoffe, es wird nicht so teuer, was er ausgibt. Ich hoffe es. Fuck, weil seine Sicherheit ist nicht garantiert. Doch müssen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Inga Birkenfeld, der jetzt erstmal Händler. Ich brauche jetzt einen scheiß Schraubendreher jetzt. Ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwo zu suchen. Ich will das jetzt ändern. Ich krieg die Krise. Und ich will es leiser machen. Richten Sie jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven Imperialismus keinen Schatten auf unsere Arbeit und okay, ich muss vielleicht doch jemanden fragen. Um den feindlichen Angriff mit 1000. Fick dich. Getränke. Gegenzuwirken. Ja, und unser los. Recht darauf so zu gibt's leben, hier keinen Schraubendreher? Wie wir es wollen zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen und beweisen, nicht. Dass das Volk und die Partei da muss ich es doch irgendwie anders unser kriegen. Großer Anführer. Oh, halt die Klappe. Elektriker-Kit. Ja, das geht nicht. Ich brauche einen Schraubendreher. Aber ich muss jetzt mal erstmal auf Toilette. Einen Moment, bis gleich. Ist der Geist, die Ehre kann ich ihn jetzt noch mal ganz kurz ansprechen? Ich muss doch irgendwo... Dieser verdammt, ich brauche jetzt einen Schraubenzieher. Sonst kriege ich voll die Krise. Wahrscheinlich muss ich alle Sie Wohnungen oder ich muss jemanden fragen. Der Welt und alle anderen Länder sind da. Auf es. Da ist es doch. Unserer Bürger erhält alles, was komm, er kaufen. Sie braucht, um ein anscheinend habe ich schon mehrere davon verkauft, sonst hätte er ja nicht drei. Ich, aber gut, woher soll man wissen, dass man einen Schraubenzieher braucht? Okay, komm jetzt. Glückliches und sorgenfreies Leben zu führen. Seife, Zucker, Brot und Zertifikate der Wertschätzung. Denken Sie daran. Unsere Feinde verschwören sich ständig gegen uns, weil sie wählen uns Sie den richtigen Code. Zum Glück zerstreut unser großer ja, Anführer 21. Dezember, ne? Ich hab's doch hier aufgeschrieben. Des Terrors, ja. Die unsere tückischen Feinde an die Ufer unseres glorreichen Staates branden lassen. Was? Code nicht korrekt? Dennoch müssen Sie wachsam sein. Halten Sie ein Auge auf Ihre Umgebung. Achten Sie auf Agenten und Sabotage. Und berichten Sie jede Übertretung. Lassen Sie den aggressiven warum habe ich denn jetzt den falschen Code eingegeben? Schatten auf unsere jetzt gehen wir nochmal zu Dings. Da stand es doch auch drin, oder nicht? Um den feindlichen oder war das der 19.? Also, wir sind uns der, der richtige Weg. Wir sind uns der Beschwerden unserer Bürger über das öffentliche Verkehrssystem bewusst. Der stellvertretende Leiter des Verkehrsministeriums sagte, öffentliche Verkehrsmittel gehören zu den wichtigsten Faktoren bezüglich der Effizienz unserer Arbeitskraft und die Leistung ist durchaus zufriedenstellend. Außerdem merkte er an, dass sinnlose und unbegründete Beschwerden wertvolle Zeit verschwenden, die sonst mit Arbeiten verbracht werden könnte und in Zukunft als Sabotage gewertet werden. Es ist weitläufig. Ich nehme mal ganz kurz meinen Kopfhörer ab. Sonst kann ich nicht vorlesen. Es ist weitläufig bekannt, dass das Außenministerium nur so von Beamten wimmelt und dass die Bürokratie so schwerfällig geworden ist, dass sie gar nicht mehr funktionieren kann. Darüber hinaus sind die Stadtbusse schon Dutzende Jahre alt und die Fahrer haben in all der Zeit keine Gehaltserhöhung erhalten. Es ist schwer, von A nach B zu kommen, wenn man mit einer uralten Schleuder fährt, die von einem hungrigen alten Mann gefahren wird. Die Armen, ich sollte ihnen morgen einen von Großmutters Kuchen geben. Ja.
Ja, aber Herr, da steht es jetzt gar nicht mehr. Aber das war doch, ich dachte, und unser Recht darauf, so zu leben, wie wir es wollen, zu verteidigen, werden wir unseren eigenen Weg einschlagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass das Volk und die Partei eins sind. Unser großer Anführer ist dann ist es der 19. oder was? Aber 84? Des Staates. Er soll lang leben. Sie leben im besten Land der Welt, okay. Und alle anderen Länder sind neidisch auf es. Jeder unserer Bürger erhält alles, was... Bürger, der Krieg tobt und Eindringlinge haben unser Land umzingelt. Doch unser der ist jetzt glücklich? Warum ist der jetzt glücklich? Als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei in Gefahr. Die Partei kontrolliert die Massenmedien und ruft alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen unter ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Hunderttausende von Arbeitern haben unseren Ruf gehört und unterstützen die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Der ist da unten, ich wollte ihn ansprechen. Und unser Volk verhungert. Unser Motto ist der Fanfarenruf. Bündelt all eure Kraft, um den wahren Feind zu bekämpfen. Die Tyrannei des sogenannten großen Anführers. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Lasst die Stimme der Wahrheit über das Land erklingen. Bürger, der Krieg tobt und Eindringlinge haben unser Land umzingelt. Doch unser großer Anführer tut nichts anderes, als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei in Gefahr. Die Partei kontrolliert die Massenmedien und ruft alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen unter ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Hunderttausende von Arbeitern Was? Haben unseren Ruf gehört. Gefälschter Ausweis. Die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Aha. Unser Land fällt auseinander und unser Volk verhungert. Unser Motto ist der Fanfarenruf. Bündelt all eure Kraft, um den wahren Feind zu bekämpfen. Die Tyrannei des sogenannten großen Anführers. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Lasst die Stimme der Wahrheit über das Land erklingen. Bürger, der Krieg. Ja, jetzt kann das aber auch aufhören, bitte. Doch unser großer Anführer tut nichts anderes, als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Das hatte ich schon gefunden. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei in Gefahr. Die Partei kontrolliert die Massenmedien und ruft alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen unter ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Hunderttausende von Arbeitern haben unseren Ruf gehört und unterstützen die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Unser Land fällt auseinander. Kann ich das mal pressen? Unser Volk verhungert. Unser Motto ist der Fanfarenruf. Bündelt all eure Kraft, um den wahren Feind zu bekämpfen. Die Tyrannei des sogenannten großen Anführers. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Lasst die Stimme der Wahrheit über das Land erklingen. Bürger, ja, es ist jetzt bitte. Haben unser Land umzingelt. Von dem soll ich ja noch diese Beweise finden, wegen diesem schlechter Zeug. Aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen, zu vereiteln. Der Staat klingelt das Telefon. Mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei in Gefahr. Ich hoffe, die bringen jetzt mal den Wagen hier weg. Die Massenmedien und ruft alle Arbeiter und Bauern auf, nach Spionen unter ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, der kommt nach Hause. Zu dieser Unterdrückung zu sagen. Vielleicht muss ich ihn nochmal ansprechen, aber ich muss erstmal ans Telefon gehen. Ich kann nicht denken. Wir unterstützen die Revolution und die Ankunft des neuen Morgens. Unser Land fällt auseinander und unser Volk verhungert. Unser Motto ist der Fanfarenruf. Bündelt all eure Kraft, um den wahren Feind zu bekämpfen. Die Tyrannei des sogenannten großen Anführers. Schließt euch der Bewegung zu einem neuen Morgen an. Lasst die Stimme der Wahrheit über das Land erklingen. Ministerium für Ordnung. Was ist da los, Karl? Vor ihrem Haus wurde ein Propagandawagen angegriffen. Der Mechaniker ist nicht weg. Doch, er ist weg. Staatsfeindliche Ketzerei wird in voller Lautstärke gesendet. Ihre Hauptaufgabe ist die Aufrechterhaltung der Ordnung. Sie erhalten ein Bußgeld. Was kann ich denn dafür, dass der Mechaniker 3000... Na, klasse. Doch unser großer Anführer tut nichts anderes, Was? Als alle Verräter aufzuspüren und ihre Versuche, an die Macht zu kommen. Wenn ich jetzt eingebuchtet werde, kriege ich die Krise. Der Staat füttert uns ständig mit falscher Propaganda und behauptet, das Vaterland sei in Gefahr. Die Partei Was? Kontrolliert die Massenmedien. Oder die stellen das jetzt nur um, ha? Und Bauern auf, nach Spionen unter ihren Familienangehörigen zu suchen. Es ist Zeit, kann man den eigentlich mal ansprechen? Nein zu dieser Unterdrückung zu sagen. Nein. Hunderttausende von Arbeitern haben unser... Okay. So, jetzt komm, lass mich mal den ansprechen. Ja, ich hoffe, es ist jetzt ruhig, einfach.